Willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser Runde der Yu-Gi-Oh! Weltweltmeisterschaft. 2016 kämpft hier mit seinem Blue Eyes Deck gegen 2017, welcher ein True Draco King Deck spielt. Also in anderen Worten ein Dino Deck. Okay, und da sehen wir auch gleich die erste Negierung. Geht schon mal super hier. 2016 darf sich jetzt also keine weiteren zwei Karten ziehen, aber weil er sich den Stein im Weiß auf dem Friedhof gelegt hat, kann er wenigstens dessen Effekt noch aktivieren. Es sei denn, 2017 hätte er eine andere Ash Blossom gehabt, aber das scheint jetzt wohl nicht der Fall gewesen zu sein. So. Er legt sich jetzt auf den Blue Eyes White Dragon auf den Friedhof, um weitere zwei Karten zu ziehen, was er wohl auch machen muss, so. Sonst könnte er ja nichts machen. Sonst könnte er ja nichts mit dem Blue Eyes anfangen, auf seiner Hand. So, und mit dem Return of the Dragon Lost kann er ihn nun beschwören, praktischerweise. Ein sehr guter Move, welches für dieses Deck eigentlich auch nicht ungewöhnlich ist. 2017 am Zug. Hat hier eine sehr interessante Hand. Wie will er da weitermachen jetzt damit? Mit dem Miscellaneosaurus kann er seine Dino-Monster auf dem Feld vor Effekten beschützen. Aber ja, er hat noch keine. Er setzt den Shiven Light of the Yangtze. Das Interessante bei diesen Yangtze ist, dass sobald sie zerstört werden, kann er sich sofort einen anderen Yangtze aus dem Deck in Verteidigungsposition beschwören. Oder auch nicht. Das ist nicht, aktiviert seine Falle und legt den Yangtze auf das Deck oben drauf. Das heißt, 2017 wird es gleich nächste Runde wiederziehen. 2016 greift direkt an. Und weil eben jetzt 2017 jetzt wieder dran ist und jetzt wieder den Yangtze ziehen muss, hat er keine andere Wahl, als seinen Zug einfach zu machen, weil ihm die Karten ansonsten einfach nichts anderes erlauben. So, 2016 wieder. Diese Falle, die er platziert hat, Phoenix Wing of the Flare, kann sehr gefährlich werden, weil man damit bis zu drei Runden das Deck von einem komplett abschotten kann. So, 2016 am Zug und wird hier sich gleich zwei weitere Drachen auf die Hand holen. Hat sich einen Blue Eyes und einen alternativen Blue Eyes geholt. Aus dem guten Grund, dass er jetzt den Blue Eyes bisher beschwören kann, weil er eben einen normalen Blue Eyes sich eben auf die Hand geholt hat und den auch vorzeigen kann. So aktiviert seinen Effekt, um eine Karte auf dem Feld zu zerstören, eben den Yangtze, welcher wiederum seinen Effekt aktiviert und nun einen weiteren Yangtze in Verteidigungsposition beschwört. Da sehen wir es. Und wenn er den jetzt gleich zerstört, oh okay, 2016 schaut sich ein Extra-Deck an. Er scheint wohl gleich etwas Stärkeres herausholen zu wollen. Wenn er jetzt mit seinem normalen Blue Eyes angreift, wird 2017 einfach einen weiteren Yangtze holen. Deshalb wird er da erstmal nicht so leicht dran vorbeikommen, es sei denn 2016 macht irgendwas. Okay, er macht gar nichts fürs Erste, greift einfach an. Und da holt sich 2017 den nächsten Yangtze. So kann er auch sein Deck leer machen 2017, um so die Karten eher herauszuholen, die er braucht. So, 2016 ist in eine Mainphase 2 gegangen und schaut sich jetzt wieder sein Extra-Deck an. Er will wohl irgendwas unternehmen gegen diese Yangtzes. Okay, und das macht er jetzt auch. Er beschwört Nummer 38, welcher hauptsächlich daran besteht, Zaubereffekte zu negieren. 2017 am Zug. Was will er machen? Er setzt einen Miscellaneosaurus. Er könnte... Was will er? Okay, er macht gar nichts mehr. 2016 wieder und holt sich den nächsten alternativen Blue Eyes. Hat jetzt also schon mal zwei sehr starke Monster auf dem Feld, aber 2017 hat auch eine gute Verteidigung. So, Miscellaneosaurus auf dem Friedhof und greift jetzt an. Und 2017 holt sich gleich den nächsten Yangtze, genau. Okay, noch einen, so wie es aussieht. Aha, okay, er hat einen aus dem Friedhof beschwören dürfen und den einen aus dem Deck. Er hat also aus zwei Monstern eins gemacht. Und macht jetzt direkt noch im Zug in der Battlephase von 2016 eine Synchro-Beschwörung. Eine ziemlich gute sogar. Und kann sich damit eine Karte auf die Hand holen. Mit 3300 Verteidigung muss jetzt 2016 etwas machen. Er kann jetzt nicht mehr mit einfach bloßen ATK daherkommen. 2017 ist aber jetzt am Zug. Was will er machen? Er spielt Yangtze Path. Ist das so klug? Weil 2000... Ja, genau, hier. Nummer 38 negiert das jetzt einfach. Und nimmt ihn bei sich auf. Und dagegen machen kann er anscheinend auch nichts. Okay, das... was war das? Was war das für ein Zug? Das, gut. Also... Ja. Jetzt staunt 2017.
Hätte er mehr Aufmerksamkeit im 38 schenken sollen, aber das hätte er eigentlich wirklich wissen müssen, dass das passiert. Das war wohl ein Fehler von 2017 jetzt. Okay, was will er noch machen? Er spielt die Petitiere anderen in Angriffsposition. Okay, aber er hat jetzt einen Plan. Er holt sich jetzt den Talking Lightswarm. Er wird dann wahrscheinlich auch den Petitiere anderen als erforderliches Material benutzen. Weil sonst wäre das ja sehr unklug gewesen, den Petitiere anderen einfach so eine offene Angriffsposition zu spielen. Ja, genau. Bisschen Petitierandon als Material. Und eine weitere Miskelanzosaurus. Und hat den True King heraufbeschworen. Und weil er jetzt den Petitierandon sozusagen zerstört hat, auf den Friedhof kommt, darf dieser sich jetzt seinen Effekt aktivieren. Das war wohl der ganze Plan von 2017. Und holt sich den Soul Eating Oviraptor, welcher auch gleich seinen Effekt aktiviert. Und jetzt sich gleich einen weiteren. Oder auch nicht. 2016 negiert den Effekt. Oder, was macht 2017? Er negiert die Negierung mit seinem Miskelanzosaurus und darf den Effekt jetzt also aktivieren und holt sich den ultimativen Konduktor Tyranno auf seiner Hand. Eine der wohl stärksten Karten in seinem Deck. Und holt ihn sich auch direkt. Okay, er hat jetzt in dieser Runde drei Monster spezial beschworen. Dazu sogar recht gute. Ich will seinen Effekt und wird die eine letzte Karte los, die er sowieso nicht braucht. Und macht direkt die nächste Synchro-Beschwörung. Und baut sich damit eine gute Verteidigung auf. So, was macht er jetzt? Er könnte jetzt noch einen drauf machen. Entscheidet sich aber erstmal dagegen. Greift jetzt an und mit dem Effekt von Tyranno kann er jetzt durch die Verteidigung durchspringen. Egal wie hoch die ist. Er verursacht immer 1000 Schaden und zerstört dann das Monster. Und jetzt kann er einen direkten Angriff mit dem True King machen. Also jetzt hat 2017 sowas von aufgeholt. Jetzt hat 2017 ein großes Comeback gemacht. 2016 ist sehr stark in die Ecke gedrängt. Und holt sich den True King of All Calamities. Eine Karte, die zwar einen recht langen Effekt hat, aber ziemlich schlecht erklärt werden kann. Er kann auch in der gegnerischen Phase, weil es ein Schnelleffekt ist, kann er den Gegenspieler, jetzt ein Monster, komplett vom Angreifen stoppen und negiert deren Effekte. Er macht die Monster also so gut wie komplett nutzlos. So, 2016 muss das was machen. Aber das sieht echt eng aus. Vor allem mit dem Tyranno da noch. Und dem Ultimate Calamitias, der ja zweimal Monster-Effekte und so negieren kann. So, okay. Okay, das ist sein Plan. Er holt sich jetzt den Alternativen, um so seinen Effekt zu benutzen, um so ein Monster zu zerstören, ohne es angreifen zu müssen. Aber ja, da sehen wir den Effekt von True King Calamities. Wirft jetzt eine Karte ab und macht die Monster von 2016 für diese Runde komplett nutzlos. Ja. Angreifen kann er auch nicht. Da sehen wir es. Okay, 2017 wieder. Und die Sache ist mit dem, weil der Tyranno 3500 ATK hat, kann er einfach alle Blue Eyes von 2016 zerstören, weil die ja alle eigentlich nur 3000 ATK haben. Also die meisten zumindest. Okay, und das ist jetzt fies. Mit der Spielfeldkarte, die sich geholt hat, den Dragonic Diagramm, macht er nun auch den True King of All Calamities nochmal 300 ATK stärker und damit 300 ATK mehr als der Blue Eyes hat, sodass nun auch dieser einfach angreifen kann. Okay, oh, das ist interessant zu sehen. Er hat jetzt den Effekt von Return of the Dragon Lords aktiviert, um den alternativen Blue Eyes eine Art zweites Leben zu schenken. Aber das Fiese ist jetzt, weil er eben der True King of All Calamities diese 300 ATK mehr hat, kann er jetzt den trotzdem zerstören. Normalerweise wäre das hier nicht der Fall gewesen. Dann wären die beiden gleich stark und ich glaube nicht, dass 2017 einen Suizidangriff gemacht hätte, hätte er ihn einfach auf dem Feld liegen lassen. Das war jetzt also so ein Lucky Draw von 2017. Das sieht überhaupt nicht gut aus 2016. Okay, er hat jetzt Seelenlast bekommen. Kann sich bis zu zwei Monster vom Friedhof spezial beschwören. Was will er jetzt machen? Muss ich jetzt genau überlegen. Okay, holt sich einen weiteren Alternativen. Er probiert es nochmal, auch wenn er genau weiß, dass er eigentlich negiert werden kann mit dem True King noch einmal. Da sehen wir ihn. Damit kann er sich allerdings Zeit kaufen. Oder, okay, holt sich Nummer 62. Auch interessant. Mit 4000 ATK kommt er erst nicht mehr so leicht vorbei, der 2017. Vielleicht, okay, er haut anscheinend doch noch mal einen oben drauf. Holt sich Nummer 95. Mit 4000 ATK.
2017 kommt es also nicht mehr mit bloßen ATK weiter. Angreifen kann er wie gesagt doch nicht, weil eben der Drucking of All Calamities Effekt für die ganze Runde für alle Monster gilt. Ja, ein Kaiju, das sieht sehr nach dem Sieg von 2017 aus. Er nutzt es aber nicht, sondern macht einfach den Effekt von Tyranno und greift so an. Und gewinnt diese Runde! Nach einem sehr guten Start von 2016 hat 2017 so aufgeholt, hat so starke Monster hervorgeholt, hat so gnadenlos gespielt. Das war wirklich was überwältigend in 2017, wie er über 2016 gefahren ist. Obwohl der ja am Anfang solche starken Monster hatte und recht gute Züge gemacht hat. Dieser Sieg geht aber eindeutig an 2017. Wir sind in der zweiten Runde. 2017 liegt vor. Kann sich direkt einige Monster, genauer gesagt Dinos, auf die Hand holen. Holt sich einen Soul-Eating Roviraptor. Und der zweite, den er sich holt. Schaut sich an, was er nehmen will. Der Petitirandon hat einen recht guten Effekt, weil der Soul-Eating Oviraptor eben auch. Ah, okay, er nimmt sich einen Spelanzosaurus, auch interessant. Keine schlechte Wahl. So, er gräbt sich jetzt schon sehr schnell sein Deck aus, was ganz gut ist. Holt sich Lost World, welche vor allem Dino-Monster verstärkt, ähnlich wie das Draconic-Diagramm eben die True Kings verstärkt. Und beschwört den Soul Eating. So, aktiviert jetzt deren Effekte, der von Lost World auch. Okay, oder auch nicht. 2016 negiert wieder. Und will jetzt 2017. Okay, er macht wie letzte Runde auch. Er negiert die Negierung, wie wir es schon vorher gesehen haben. Damit der Soul Eating Oviraptor trotzdem einen Effekt nutzen kann. So, 2016 zögert nicht und weiß, was passiert, nutzt Max C. Er sagt, oh. Oder auch nicht, 2017 aktiviert Ash Blossom und negiert Max C. Das war eine lange Kette eben, wow. So, der Jurassic Token wird verbeschworen, wegen der Lost World, weil 2017 ein Dino beschworen hat. Das aktiviert jetzt seinen Effekt und kann jetzt den Token aufbrauchen, direkt. Und holt sich einen weiteren Miskelansaurus, holt sich den Miskelansaurus vom Friedhof aus, sodass er jetzt zwei Monster hat und nun eine XYZ-Beschwörung machen kann. In einer Runde. Genauer gesagt seine erste Runde. Das war seine erste Runde. So, 2016 am Zug. Macht wie letzte Runde auch. Legt ihm Blue Eyes auf den Friedhof, damit er ihn gleich mit dem Return of the Dragon Lords spezial beschworen kann. Zwei Karten kriegt er nicht, weil er Blossom das negiert. So, und da sehen wir jetzt gleich den Blue Eyes. Oder auch nicht. Mit Evolve for Lagia negiert er jetzt auch das. Obwohl er 2017 gar nicht dran ist, hat er 2016 jetzt so fertig gemacht, hat ihm alles genommen, verbietet ihm alles. So, 2017 hat den Tyranno, kann ihn auch direkt holen. Das sieht... Also, heute ist er on fire hier. Er gönnt 2016 nichts. Gnadenlos ist er. Direkte Angriffe. So, 2016 muss es was Gutes bekommen. Nein, dann kann er nichts anfangen. Das war's. 2016 gibt auf. 2017 gewinnt diese Runde der Yu-Gi-Oh!-Weltmeisterschaft. Diese Runde war deutlich kürzer als die letzte. Hauptsächlich wegen den miesen Karten, die 2016 bekommen hat. 2017 geht damit ins Viertelfinale und 2016 fliegt raus. Sieg für 2017. Und das war die Yu-Gi-Oh!-Weltmeisterschaft für diese Woche. 2017 hat diese Runde gewonnen. Bleiben Sie dran und abonnieren Sie den Kanal, wenn Sie die weiteren Duelle nicht verpassen wollen. Und die Veranstaltung bedankt sich fürs Zuschauen und hofft, dass Sie auch das nächste Mal dabei sind.